Jo, nachts halb eins. Warum nicht? Los geht's. Ja, wir waren letztes Mal ja irgendwie bei irgendwas stehen geblieben, was wir machen wollten. So Strom und so und Keller und so. Und Strom werden wir heute nicht machen. Und Maschinen werden wir heute auch nicht machen. Weil, nö. Ich schieb das ja einfach ein bisschen vor mir her. Ja, die Uhrzeit. Halb eins, kurz nach halb eins, nachts, Freitagnacht, beziehungsweise Samstag. Ne, wir haben ja Freitagnacht. Wir haben ja schon Sonntag jetzt inzwischen. Meine Güte, die Zeit vergeht, oder? So, bin hier einmal rumgelaufen. Ich habe mal so ein bisschen Auge drauf geworfen, von wegen, ob irgendwo Setzlinge noch drin sind. So ein paar sind bestimmt noch irgendwo drin, die noch nicht gewachsen sind. Ja, der Turm, wunderbar. Da wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte hier unten. Na komm. Hier unten, hier unten, hier unten und dann hier rein. So. Jetzt machen wir wieder ganz toll eine super spannende Folge. Ich laufe einfach mal hier runter. Wir laufen einfach einmal hier rum, würde ich sagen. Einfach so, weil es geht. So. Wunderbar, einmal rumgelaufen. Alles einwandfrei. Nee, ich wollte ja mal gucken. Aber nicht mit dem Werkzeug. Ich wollte ja mal gucken, ob wir vielleicht nur so den Batterieraum, Stromraum so ein bisschen bauen oder vorbereiten können. Ja, das heißt, wir machen uns erst einmal irgendwie Werkzeug. Das ist noch alles roh. Das heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da war eigentlich nur ein, aber komm, was soll's. Egal. Nee. Eisen. 1, 2, 3. Na komm. Wir brauchen es eh irgendwann mal. Rein damit, rein damit. Na. Und dann, spät am Abend, einen guten Energiesaft. Ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Weil es geht. So, rein und rein und rein und rein. Da kann man eigentlich mal nach oben gehen. Das Eisen, das Restliche, das kann man brennen lassen. So ein Unsinn. Das kommt davon, wenn man so mitten in der Nacht aufnimmt. Da ist dann so die Konzentration doch irgendwie eine andere, als wenn man tagsüber aufnimmt. Aber warum auch nicht? Ne? Warum nicht mal nachts aufnehmen? Man muss ja alles mal gemacht haben, ne? Ah, man hört vielleicht so ein kleines bisschen erkältet. Hoffentlich kein Corona. Ja, weiß da Bescheid. Von daher, wenn ich ab und an mal ein bisschen schniefen sollte, das ist halt so. So, ich glaube, das reicht an Eisen. Jetzt machen wir hier nochmal eben kurz unser Mese. Währenddessen können wir das Eisen schon mal wieder wegbringen. Ach, da oben wäre auch noch welches. Nee. Das ist es nicht. So ein Unsinn, Junge! So. Dauert einen kleinen Augenblick, aber das ist ja normal so. Inzwischen hier hinten ist inzwischen gewachsen. Das heißt, wir haben jetzt einen riesigen Block Kaktus hier stehen. Ist das nicht schön? Das ist nicht schön. Nee. Aber das hier wächst nicht weiter, ne? Das hat dann irgendwann seine Höhe und bleibt dann so. Kann man vielleicht bei der Gelegenheit mal so die ganz kleinen mal wegholen. Hier ist auch noch ein kleiner. Hier. Joa, das passt so. So.
Und es wird gerade wieder Tag. Völlig ungewohnt, dass es Tag wird. Eigentlich wird es doch immer Nacht. Ist das Ackerbau? Das ist jetzt Ackerbau. Ach, tu mich oben zum Kaktus. Da ist ja auch schon gebaut. Und ich habe das jetzt immer noch dabei. Tu mich unten mal rein. Dann habe ich dabei Cobblestone. Cobblestone, da kriegen wir eh gleich genug von. So, das andere Zeug hier, das lasse ich mal da. Das brauchen wir ja eventuell gleich noch. Ah, Schwert brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Die Erde, die tun wir auch mal weg. Das Glas tun wir weg. Hier oben rein. Stock nehmen wir mit. Das nehmen wir mit bei der Gelegenheit. Na komm. Bei der Gelegenheit mal den Eimer wieder auffüllen. Der Eimer muss immer mit dabei sein. Ja, brauchen wir auch. Das brauchen wir für den Boden. Glas brauchen wir nachher dann für die Beleuchtung erstmal provisorisch. Bei der Gelegenheit. Kann ja mal gucken. War das nicht mal groß? Mese und Glas. Ist ja doch eigentlich ganz einfach. Guck mal, Mese haben wir hier. Wir müssen da sowieso irgendwann mal Plättchen machen. So, rein und rein und raus und hin. Und jetzt machen wir da nochmal schön so ein 16-Lil draus. Die leuchten genauso hell und man kriegt einfach mehr. Ich habe jetzt keinen Bock, so viel Mese irgendwie vorzubereiten. Das heißt, wir machen hier einfach. Muss man da was eintragen? Wir machen hier einfach 16 von. Die kann man nämlich genauso platzieren und die leuchten dann auch hell und dann sparen wir uns da so ein bisschen extra Mese zu machen. So, ansonsten. Ich glaube, das war soweit alles gut. Ich glaube, das passte soweit jetzt, ne? Dann gehen wir nämlich mal eben wieder rüber ins Herrenhaus. Ins Holzfällerhaus. Und dann machen wir nämlich hier unten. So ein Unsinn! Na, weil an die Dinger hier. Also prinzipiell funktioniert es ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen. Was ja prinzipiell richtig ist, weil. Unterkante. Oberkante. Also von daher, das passt schon. Früher haben die sich dann halt an die Wand gelehnt. Was ja nun dann eben nicht mehr geht. Das heißt, wir werden leider nicht drum rumkommen, uns des Schraubenziehers bedienen zu müssen. Beziehungsweise ja nur einmal, weil wir dann ja den Replacer haben. Ja, den holen wir uns dann auch gleich mal mit dazu. Und den Schraubendreher, den holen wir uns dann auch mal mit dazu. Dann richten wir uns eine aus und placen dann einfach den Rest. Dann machen wir das aber nicht in der Ecke, sondern nehmen wir dann eine von den langen Wänden. Da sparen wir uns dann einmal drehen zu müssen. Weil, wie gesagt, den Schraubendreher, den mag ich ja nicht. So, so müssen sie sein. So, wie war das? Shift, Rechtsklick und Rechtsklick, ne? Genau. Rechtsklick, hier kann man Linksklick machen, damit das ersetzt wird. Rechtsklick, 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 Linksklick. Rechtsklick, 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 Links, Links, Links. Na, man hat auch gesehen, hier die Fackel, das ist dann eine mehr geworden. So, die sind jetzt so hell wie auch ein normaler Node. Und die leuchten von vorne dann nochmal ein bisschen heller. Das macht das Ganze dann, wenn es rundherum komplett ist, auch nochmal ein bisschen heller insgesamt, als nur eine Fackel. Eine Fackel alleine ist halt relativ dunkel im Vergleich zu drei von diesen Dingern hier.
So, das war von Anfang an mein Plan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nächste Woche. Nein. Man kann sagen. Das wollte ich nur eben schnell einmal kurz machen. Damit, ja, einfach nur so. Aber wir haben hier oben übrigens noch mehr Schraubendreher, meine Güte. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht gleich mal irgendwie einen neuen machen. So. Tun wir den hier oben mit dazu. Für den Fall, dass wir mal einen Schraubendreher brauchen, haben wir auf jeden Fall welche da. Ein paar Hämmer haben wir auch noch da. Hämmer brauchen wir jetzt gerade nicht. Beziehungsweise, nee, das machen wir ja ohne Hammer. Wir gucken mal. So. Hier noch irgendwas Spannendes. Nehmen wir den hier auch noch mit. Nehmen wir uns auch eben die gute Spitzhacke. So. Und dann geht das los jetzt hier, ne? So, jetzt kann die Folge beginnen. Na, mal gucken, wie lange ich heute mache. Es geht ja dann jetzt hart auf die 1 Uhr zu, aber dafür haben wir ja das energiehaltige Erfrischungsgetränk. So. Alles gut. Ja, dunkel ist es trotzdem. Ich hatte doch neulich schon mal. Hätte ja theoretisch. Ja gut, da müsste man dann runterregeln, beziehungsweise es wäre dann ja an die Decke, dann würde es dann wieder gehen. Ne? Das hatten wir ja doch auch schon mal irgendwie uns so ein bisschen ausüberlegt, was man da wohl machen könnte an der Decke. Ich habe da immer noch keine vernünftige Lösung gefunden, aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so intensiv gesucht nach einer Lösung. Es müsste ja irgendwas sein, also was ich zumindest gerne haben möchte, dass man es nicht permanent irgendwie im ausgeschalteten Zustand hängen sieht, sondern es soll dann halt einfach leuchten. Das müsste also, wenn dann hinter einen Monitor. Oder zusätzlich zur Kamera. Die Kamera selber hat so ganz kleine Beleuchtungsstreifen. Kann man die irgendwie sehen, wenn man die Hand davor hält, dass das schimmert? Nein. Doch, man kann es. Komm, wir machen ja hier jetzt Trick 17. Den drehen wir das Ganze einmal um. Und dann kann man sehen, da, ne? Das ist immer auch blöd. Da und da. Da sind die Beleuchtungsstreifen von der Kamera. Die sind, glaube ich, eher nur dazu da, dass man sieht, dass die Kamera an ist, als dass sie wirklich irgendwas hell machen sollen, weil heller als das werden sie nicht und man sieht sowieso nicht. Aber so eine Art müsste das dann sein. Beleuchtungsmäßig, dass man was sehen kann oder von unterm Monitor vielleicht nach oben, von unten beleuchtet, sieht immer so komisch aus. Ne? Sieht man dann aus wie so ein Geist. Aber von oben wäre dann halt ja, eine Beleuchtung in irgendeiner Art und Weise. Da. Oder idealerweise direkt von vorne. Aber direkt von vorne geht nicht, weil da der Monitor ist. Was man natürlich auch machen könnte, wäre irgendwie dann zum Aufnehmen weißes Hintergrundbild, dass das so an dem Mindtest-Fenster außenrum dann irgendwie leuchtet. Aber Oh. Nee, geht. Oder halt einfach nicht aufnehmen, wenn es dunkel ist, ne? Das wird natürlich auch gehen. Ja, hier ist nicht so schlimm. Hier kommt eh so ein Gang rein. Das heißt, hier wäre dann sowieso alles zu. Beziehungsweise da wäre dann eben eine andere Art von Material. So, endlich ist sie hinüber. Ja, da wäre dann eben im Stein hier auch wieder, ne? Hier so und so und so und so. Und so und so und so und so und so und so. Gucken wir mal, was wäre denn hier? Also wir müssen auf jeden Fall bis hier rein, okay. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja. Ist natürlich so beleuchtungsmäßig nicht so geil. Gut, also bis hier müssen wir auf jeden Fall rein. Ist vielleicht sogar schon ein bisschen weit. Ne? Aber wir haben keine andere Wahl. Wir können hier maximal irgendwie, wir können ja hier auch nicht breiter werden, weil hier eben das Ding ist, ne? Also hier ist ja, ja. Man könnte natürlich hier einfach sagen, komm, leck mich am Arsch, wir machen hier einfach dann auch so hin. Ne? Und hier machen wir auch so hin. Weil
hier ist ja eigentlich eh die Rückseite vom Technikbereich, ne? Also hier ist Technikraum, also von daher ist hier auch Technikband. Gut, dann kann man hier nämlich gleich irgendwie schön in die Breite gehen. Müsste hier genauso funktionieren. Ja, da sind wir auch genau an der Fackel. Das ist doch wunderbar. Dann machen wir nämlich hier vier breit und dann... Ich habe mir ja schon überlegt, was wir hier machen oder wie wir das hier machen. Und da ist dann eben eine Viererbreite gar nicht so blöd. Aber erstmal gehen wir jetzt hier ein bisschen rein. Oh. Idealerweise mit Fackeln. So, was haben wir an Material hier noch da? So, gut, okay, passt. Bei der Gelegenheit vielleicht mal ein bisschen Ofenkartoffel. So, und weiter geht's. Es muss auch nicht zu übertrieben tief sein, aber so ein bisschen tief sollte es schon sein. Der Raum dahinter, der wird dann schon groß genug. Und wie gesagt, bis hier müssen wir ja auf jeden Fall, weil wir ja sonst nicht breiter werden können. Und breiter werden... Klingt blöd, aber breiter werden würde ich gerne. Ist da Bescheid, ne? So, doch, ja, passt, wunderbar. Boden raus hier. Uppa. Zum Bauen an die Decke geht. Gut, so und so. Gucken wir mal, ob das denn von der Höhe her funktioniert. Wir müssen eh gleich nochmal... Die kommen auf jeden Fall nochmal wieder raus. Ja, nee, scheiße. Ach ja, da war ja was. Gut, aber das ist egal. Von der Rückseite ist eh alles gut. Das heißt, hier machen wir erstmal wertvollen Baustellenkoppel hin, mangels Baustellenerde. Aber das passt schon. So. Dann gehen wir einmal nach oben und dann gehen wir nämlich mal an die Kreissäge, an die Tischsäge, an die gute. Ja. Hoppa. Und dann schmeißen wir mal einen von denen hier rein. Und wir nehmen uns... ja, wir haben drei... Vier... Moment, ich guck mal kurz nach. So viel zum Thema. Er hat einen Plan. Der Plan bestand daraus, dass ich einmal in einer Creative Welt in mehrfacher Größe von dem, was ich mir ausgedacht habe, einmal gebaut habe. Optimale Vorbereitung. Wir haben eine Vierer. Haben wir vier? Vier und vier haben wir, ne? Gut, das heißt, wir brauchen das, das. Ja. Das da. Na, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen, was wir benötigen. So, Aufnahme läuft? Ja, Aufnahme läuft. Immer wenn ich im Keller baue, habe ich ein bisschen Angst. Ne? Da war ja mal was. Die beste Folge der Welt, aber leider nicht aufgenommen. Blöd gelaufen. So, wir brauchen... Ja, 40 brauchen wir. Ja, vielleicht sogar doch. Könnte vielleicht sogar hinkommen. Dann brauchen wir von denen hier auch 40. Ja, da werden wir vielleicht keine 40 von brauchen, aber dann haben wir sie zumindest. Und dann brauchen wir aber nicht aus dem Material. Na, wir lassen es erstmal. Wir bauen erstmal die Wände. Jetzt habe ich so lange eckig gebaut, wie wollen wir da ein bisschen rund bauen hier. Und der Technikbereich, der soll ja auch schon mal ein bisschen was hermachen. Ne? Ja, bis auf den ersten, dann müssen wir hier eine doppelte Wand reinziehen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Dann nehmen wir dann einfach mal Cobblestone dahin. Will ja kein Material verschwenden. Beziehungsweise, was heißt verschwenden? Hier muss ja so einer hin. So. Ja, wie gesagt, also wir kommen leider nicht drum rum. Wir machen hier eine doppelte. Und da muss auch einer rein. So. Dann kommt in die Ecken, beziehungsweise nicht ganz in die Ecken, sondern hier hin,
Ja, jedoch. Ja, komm, machen wir traditionsweise dann hier die Erde rein. So, dann kommt hier hin. Können wir eigentlich schon mal die Reihe Cobblestone machen. Hier kommt auch eine Reihe Cobblestone. Da unten bleibt, wie es ist. Da kommt eine Reihe hiervon. Hier kommt eine Reihe. Ja, und da oben kommt eine Reihe. So. Dann kommt... Ich weiß gar nicht, wie sich die jetzt ausrichten, wenn man die hier anplatziert. Ach, dann machen die das so oder so. Gut, weil die ist nicht die Seite abgeschrägt, ist die Oberkante abgeschrägt quasi. Das heißt, wir müssen die auch einmal entsprechend drehen. Habe ich den Schraubendreher natürlich weggetan. Gut mitgedacht, Junge, gut mitgedacht. Vielleicht gleich bei der Gelegenheit nochmal ein Schlückchen. Trink mal eine andere Marke, ich halte das mal zu. Nix gesehen. Die hat den gleichen Effekt wie das andere Zeug auch. Hashtag Werbung, ne? Ja, ich bleibe ja dabei, ne? Also, wenn einer Bock hat, mich zu sponsern, macht das mal ruhig. So ein Jahresvorrat an Energy Drink ist bestimmt total gesund. ich wollte einen Schraubendreher mitnehmen. Wir nehmen mal den, der am meisten verbraucht ist. So. Ich erwähne dann auch den Energy Drink mehrfach und halte ihn in die Kamera, um die Hand davor zu halten. Gar kein Problem. Man sieht da oben in der Ecke sowieso nichts. Also von daher ist es egal, was ich hinhalte. Ich kann auch einen Bleistift hinhalten. Oder ein Messer. Like mich. Like mich oder du hast ein Loch. The human body is a seven-holed donut. So. Wir waren stehen geblieben dabei, dass wir ja hier was ausrichten wollen. Das heißt, wir nehmen uns den Schraubendreher, den guten... Ich blöd? So. So. Und... Ja. So. Und... So. Und so. Jetzt muss dann hier doch mal die... Wir machen den erstmal auf den Boden. So, und so, und so. Und so. So. Und... So. Hier geht's, weil jetzt ist der ja auf der Unterseite. Hier geht's. So. Und da oben muss auch Dings rein. Na. So. Sind aber schon die flachsten, die wir haben, ne? Die anderen... Ich gucke das mal kurz nach. Das sieht doch ein bisschen anders aus, als ich es mir gedacht hatte, aber... Okay, so ist das dann wohl. Ich glaube, die sind aber genauso. Hier diese ganz flachen, die sind, glaube ich, genauso. Wir machen nochmal eine von. Ups. Dass das immer noch nicht geht, ne? Die ist im gleichen Winkel wie die hier. Die ist ja eigentlich einfach nur rausgeschnitten. Ah. Na gut. Also wir müssen eigentlich insgesamt noch ein größer werden in alle Richtungen, weil dann kann man nämlich hier oben mit einem mehr
können. Ja, dann wäre aber der Eingang nicht mehr mittig. Wir haben ja hier die Zweiertreppe, kommt hier runter, hat dann hier mittig den Eingang. Das sollte auch so bleiben. Wir kriegen aber hier keine... Nee. Dann machen wir das so. Dann passt das schon. Replacer. Replacer, Schraubdreher weg. So, Rechtsklick und Rechtsklick. So. Und da. Ups, so. Und Schraubendreher wieder her hier. Blöder Schraubendreher. So. Und so. Ja, also man sieht es hier so ein bisschen, also es müsste hier eigentlich noch ein tiefer und es müsste hier oben ein breiter werden. Na, dann wäre es optimal. Aber wie gesagt, wir haben ja hier nun mal das alles irgendwie symmetrisch, also von daher geht das halt nicht anders. Aber das wäre es dann eigentlich und dann würde es vielleicht ein kleines bisschen besser aussehen, aber es geht schon. Ja. So, hier unten. Ich glaube, da haben wir auch dann tatsächlich nicht mehr genug für. Das dann komplett irgendwie auszubauen da unten. Oder haben wir noch welche? Nee, erstmal die welche machen. Was brauchen wir denn hier? 3, 4, 5, 12 Stück. Ich glaube, die kriegen wir noch hin. Und die restlichen von den anderen, die können wir dann eigentlich auch schon wieder wegschmeißen. So, 12. Von jenen hier. Zack. So, was ist hier jetzt noch drin geblieben? Zack. So. Dann haben wir nämlich den Gang schon mal fertig. Und dahinter kommt dann der... Jetzt sieht echt so ein bisschen komisch aus, ne? Ah, guck mal, hier wäre ja immer auch noch gewesen. Obwohl, so tief müssen wir gar nicht, wir müssen nur bis hier. Es sieht. Das ist, irgendwie ist das doch falsch, oder bin ich blöd? So, also, rechtsklick. Na komm, rechtsklick und. Na, das geht nicht. Da muss man dann jeden einzeln machen. So, rechtsklick. Und mit linksklick. Wie gesagt, da ersetzt man das Ganze. So. Hier auch noch. So. Gut. Ne, hier nicht mehr. Hier kommt wieder weg. So. Hier nehme ich zu und zu und zu und zu und zu und zu. Zu und zu und zu und zu. Komm, ran und ran und zu und zu und zu. Ja, da kommt ihr gleich auf. Also von daher so. Das heißt, dem und dem und dem. Ah. Ups. Dann kann hier hinten nämlich das, der Baustellenkuppel wieder weg. Und dann von hinten sieht es halt aus wie eine normale Wand. Den Platz optimal genutzt. Und dadurch, dass das alles taghell beleuchtet ist hier hinten, von allen Seiten, ist es dann egal. Ach ja, apropos taghell beleuchtet, da kommen Kobbellampen rein, dass das von unten beleuchtet wird und oben drüber. Da müssten wir mal eben kurz gucken, was wir da an Zeug noch haben. Ja. Ich würde das halt so bauen, dass man das so ein bisschen, kann man die eigentlich irgendwie wieder, ach ne, das ging ja nicht. Aber hier kann man auch wieder einen ganzen draus machen, ne? Genau. Ja? So. Und da. Nee. Also aus dem kriegt man nichts mehr raus.
Man kann sie auch leider nicht benutzen für irgendwas. Wofür ist dieses Leftover und Recycle Output? Also, es ergibt keinen Sinn. Genauso wie man hier immer noch nicht Enter drücken kann, ohne dass das Fenster wieder zugeht. Was haben wir denn? Wir können nehmen... Also wir werden auf jeden Fall von denen hier nehmen. Ja, vielleicht von den etwas dickeren. 12 Stück. Und von... den hier 12 Stück. So. Ich glaube, es waren nur 11 inzwischen. Ne? Ich hatte mich doch da irgendwie um einen verzielt.